Hallo Sportsfreunde, heute möchte ich mal darlegen meine Meinung und meine Auffassung zur Winterzucht. Ich stelle fest, gerade jetzt auf dem Kanal, auch von den Zuschriften, dass doch einige sich damit beschäftigen und auch eine Winterzucht durchgeführt haben. Nun will ich heute mal meine Erfahrungen darlegen. Ich habe das ja nur schon ein paar Jahre gemacht, um, naja, vielleicht auch ein paar Tipps zu geben und dass man Fehler vermeidet. Wenn einer die Fehler schon gemacht hat, muss man die nicht unbedingt wiederholen. So, für die Winterzucht, da ist es immer ein Für und Wider. Jetzt muss man dazu sagen, in Holland und Belgien ist das eine ganz normale Sache. Ist natürlich dort auch so, dass den Sportsfreunden dort sehr viele Jungtierflüge angeboten werden, also auch Nationalflüge über 500 Kilometer. Und das ist eigentlich das, was auch den Reiz ausmacht. Selbst die Wertigkeit und die Wertschätzung der Jungtauben ist in Holland und in Belgien eben anders wie in Deutschland. Also ich sag mal, die Spitzentiere, ob es der Kittel ist von Van den Mulk oder ob es der Bold war von Leo Herremans, das waren alles Spitzentauben und die haben die Zeitungen gefüllt. In Deutschland ist das Jungtierspiel nicht so attraktiv. Da haben wir in der Regel, wenn alles gut geht, 5 Preisflüge. Wir bewegen uns dort von den Kilometerzahlen so bei 100, 200 und momentan für die deutsche Meisterschaft, wenn man daran teilnimmt, ich glaube, muss ein 300er oder 250 Kilometer Flug dabei sein. So, das ist natürlich mit die Ursache, warum in Deutschland nicht so das Jungtierspiel betrieben wird wie in unseren Nachbarländern Holland und Belgien. Aber worum geht es bei der Winterbrut? Wenn man natürlich, es gibt Gegenden, da wird überhaupt keine Winterzucht gemacht, da sind alle gleich, alle spielen vom Hocker, dann ist auch die Konkurrenz da ziemlich gleich. In meiner Erfahrung, Fluggemeinschaft, gibt es aber noch ein paar Spezialisten, die gerade sich spezialisiert haben auf die Jungtierreise, am Altgeschehen nicht mehr teilnehmen. So, und wenn man da mithalten will und die Argumente von denen hört, was eigentlich auch meine Argumente sind, dann muss man schon eine Winterzucht machen. Und eine Winterzucht zu machen und damit erfolgreich zu sein, ist gar nicht so einfach. Also viele denken, wenn ich jetzt eine Winterzucht habe, dann habe ich durchgemausert den Jungtauben. Nachher, wenn die Jungtierreise beginnt, das ist noch lange nicht so der Fall. Da muss man einiges bei berücksichtigen. Und das will ich euch heute mal von meiner Sicht aus erklären. Es gibt immer andere Wege, die man auch begehen kann, aber jetzt nur von mir und so, wie das hier auf dem Schlag ist. Und vor allen Dingen, ihr könntet ja auch im Internet jetzt die ganze Zeit auch dementsprechend verfolgen. Also, wie sieht das jetzt aus? Wie geht das mit den Jungtauben los? Die Jungtauben sind jetzt, sagen wir mal, Ende Januar abgesetzt. So war das jetzt hier bei mir. Dann hat man zwei Möglichkeiten. Man gewöhnt die Jungtauben ein. Das Problem dabei ist, man hat einen unwahrscheinlichen Druck durch Habicht und Sperber oder Falke, gerade um diese Jahreszeit, das ist Februar, März. Sind gerade diese Raubvögel sehr aktiv, oder? Man setzt eine kleine Voliere von Schlag oder vom Einfluch und lässt die Jungtauben da rein, die im Januar abgesetzt wurden, und lässt sie dann Anfang April oder Mitte April raus und fährt am besten dieses Wochenende weg. Denn diese Tauben werden dann erstmal hochgehen, gucken erstmal umher. Bei mir, ich habe das auch schon gemacht, die waren dann auf jeden Dach im Dorf irgendwo einer verteilt. Aber zum Abend hin, muss man sagen, war doch die Masse der Tauben wieder zurück im Schlag. Da gibt es dann vielleicht auch ein, zwei Verluste, aber in der Regel finden sie dann zurück. Durch die Voliere und durch den Ausguck im Einfluch haben sie sich das denn schon recht gut eingeprägt. Ich bin jetzt ein Verfechter und versuche das, die Tauben rauszulassen. Das ist aber nicht so, dass ich dann täglich mitarbeite, sondern ich gucke dann auch schon, dass ich möglichst spät abends oder morgens ganz früh die Tauben rauslasse. Und ich habe sie jetzt soweit ganz gut in der Hand. Und man muss auch aufpassen, dass sie nicht zu sehr trainieren. Dann stockt nämlich die kleine Fledermaus. Wir haben jetzt Mitte Februar und momentan sind die Jungtauben, die Ende Januar abgesetzt habe, in der kleinen Fledermaus. Also das muss man dabei auch berücksichtigen. So, wie geht es nun weiter? Das darf man denn nicht vergessen. Diese Jungtauben-Zielsetzung ist ja,
mit den Jungtauben im Herbst an eine Jungtierreise teilzunehmen. Und dann sollen diese Tiere möglichst einen vollen Flügelstand haben, also keine Mauser, sondern perfekt, um am Reisegeschehen teilzunehmen. Aber bis dahin kommen noch einige Dinge, die man dabei berücksichtigen muss. Im Monat Mai fangen diese Jungtauben, die im Januar abgesetzt wurden, bereits an zu paaren. Dann werden sie nämlich geschlechtsreif und mit der Einsetzen der Geschlechtsreife ist das Trainieren am Haus vorbei. So, und da muss sich denn der Sportfreund wieder was einfallen lassen, um diese Tauben dementsprechend weiter zu trainieren. So, und da besteht nur eine Möglichkeit, man muss sie nach Geschlechtern trennen. Also heißt es, man braucht zwei Schläge, einen für die Vögel und einen für die Weibchen. So, das muss man dann aber im Mai auch machen, ansonsten ist das Training vorbei. Lässt man sie zusammen und trainiert sie mit der Fahne, ist das immer noch lange nicht das Training, wenn diese Geschlechtsreife da ist, als wenn man sie trennen würde und sie fliegen da alleine, dann fliegen sie so eigentlich wie die Witwe auch. Das ist das Erste, was man berücksichtigen muss. Das Zweite, man muss mit den Tauben sehr früh anfangen zu trainieren. Das ist meine Auffassung. Andere machen das vielleicht anders, aber wir sind hier eine Fluggemeinschaft, die sehr weit auseinander ist. Also fange ich sehr früh mit kurzen Entfernungen an, diese Winterjungen zu trainieren. Das ist mit Sicherheit Ende April, Mai. Andere machen das nicht, aber die Gefahr besteht immer, ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich das nicht gemacht habe, sondern auch wirklich erst im Juni begonnen habe. Aber da hat man immer mal die Gefahr, weil wir dann auch durchziehende Schwärme haben, die hier unterwegs sind, dass meine ganze Truppe an Jungtauben einfach weg ist. Auch das ist mir schon passiert. So, das muss man auf jeden Fall jetzt erstmal dabei berücksichtigen, wenn wir jetzt den Monat Mai haben. Da müssen wir uns entscheiden, wie wollen wir denn nun im Juli an der Reise teilnehmen? Da haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, Schiebetürmethode, getrennt, Vogel und Weibchen, und vom Einsetzen werden sie, was weiß ich, 1, 2 Stunden, und der eine macht das auch länger, zusammengelassen und werden eingesetzt. Und es gibt noch eine zweite Variante, und zwar das Spielen vom Nest. Da lässt man die Tauben eben so in diesem Zeitraum auf Nest kommen, dass sie für diese Wichtchenflüge einen richtig guten Neststand haben. Welche Neststände für die Geschlechter die besten sind, das ist nochmal ein anderes Thema, das lasse ich jetzt mal außen vor. Wichtig ist auch noch, die Verdunklung beginnt bei mir ab dem 1. März und wird durchgezogen bis zum 21. Juni. Am 21. Juni wird der Tag verlängert, indem ich zulichte. Und dazu gibt es spezielle Lampen und die kann man sich irgendwo auf den Märkten holen. Und das sind Tageslichtlampen. So, das ist eine Möglichkeit, um dieses Licht dementsprechend auch von der Helligkeit her hinten zu bekommen. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich dann, wenn die Tauben dann gut im Gefieder stehen, dann muss man auch versuchen, sie von der Versorgung her so zu halten, dass sie eben auch gut trainieren. Das heißt, leichtes Futter. Diese Jungtierflüge sind alle nicht sehr weit. Da muss man nicht groß schweres Futter machen. Da mache ich eigentlich das Jungtierfutter immer noch etwas leichter. In diesem Falle fliegen wir nur aus dem Westen, Südwesten. Das sind dann sowieso nicht die allerschwersten Flüge. Das reicht dann bei Entfernung von 150 bis 200 Kilometer allemal aus. Was muss man beachten, wenn man bei der Verdunklung oder zu spät verdunkelt hat, Tauben dabei hat, die dann anfangen, die erste, zweite Schwinge zu werfen? Da besteht immer die Gefahr, wenn die Jungtierflüge beginnen oder wenn man so in der Mitte drin ist, wenn man 5 Jungtierflüge hat, dass diese Tauben dann die vierte Schwinge werfen. Und dann eine kann ich euch sagen, nach der vierten Schwinge ist es mit dem Reisen vorbei. Da stellen sich die Hormone um. Ich habe das selber schon mal gehabt. Meine Tauben fliegen auf dem dritten war das oder auf dem vierten noch 100%. Und dann haben sie fast alle die vierte Schwinge geworfen. Und den nächsten Flug habe ich von den 100% Fliegern noch einen in eine Schwanzbreite bekommen. Also das muss man dabei auch wissen, denn es setzt dann wieder die kleine Fledermaus ein. So ist es. So, wenn man das eigentlich so weit vorbereitet hat
und das so laufen tut und sie voll im Gefieder stehen, kann man eigentlich eine richtig tolle Jungtierreise durchziehen. Entscheidend, wo man nachher landen tut in der Meisterschaft, ist immer noch die Qualität der Tauben. Und da muss jeder auf seinen Schlag selber für sorgen, dass ihm diese Qualität so hoch wie möglich ist. So, dann wird sehr oft die Frage auch gestellt, diese Jungtauben, die du so, mit denen du so gearbeitet hast, mit denen du so diese Vorbereitung, die sind doch für die nächsten Jahre nicht mehr brauchbar. Also ich mache das jetzt mittlerweile hier mit Sicherheit schon 10 Jahre. Und ich kann euch sagen, jedes Jungtier, was eigentlich bei mir ist, ist auch noch so, die auf der Jungtierreise die stärksten waren, Ausnahmen steht hier immer die Regel, waren nachher auch bei mir die stärksten Tauben in der Alttierreise, ob jährig oder zweijährig. Also meine besten Vögel, um das so mal zusammenzufassen, da zum Beispiel 101, Jung 5, 5, Winterbrot, jährig 11, zweijährig 12, 107, 5, 5, jährig 10, zweijährig 12, letztes Jahr wieder 10. Und der 154 hier bei mir, der fliegt Jung 6,6 und fliegt letztes Jahr 11,11. Also da seht ihr schon, wenn die Qualität der Tauben stimmt, sind diese Tauben jetzt oft gerade, wenn sie so vorbereitet wurden auf die Jungtierreise, nicht verbraucht oder was so ein Jahr zählen, die kann man dann für die nächste Alttierreise nicht mehr gebrauchen und so. Das ist in meinen Augen einfach Quatsch. Das trifft zumindest bei mir auf den Schlag nicht zu. So, und die nächste Sache ist natürlich, wenn man diese Verdunklung mit den Tauben durchführt, da muss man natürlich auch wissen, dass es nachher mit der Mauser ein bisschen eng werden könnte. Das beunruhigt mich heute auch nicht mehr. Ich sage mal, in diesem Jahr war es so, hatte ich 4 Weibchen, weil ich ja Anfang Dezember wieder angepaart hatte und ein Vogel, die nur eine Schwinge stehen hatten. Die haben ganz normal die Jungen großgebracht und letztendlich haben sie heute, wir haben heute, was haben wir von Datum? Was weiß ich, Mitte Februar, ich glaube heute ist der 15. oder 17. 20. Februar, haben diese Tauben ihre Schwingen geworfen. Ja, so ist der Stand hier momentan. Was sollte man vielleicht noch berücksichtigen? Ist auch mal eine Frage, wenn man diese Tauben aufgrund der Arbeit, die man zu erledigen hat, nicht verdunkeln kann. Was passiert dann? Muss ich euch sagen, Sportsfreunde, die kleine Fledermauser wird trotzdem durchgezogen. Aber nachher fangen die Tauben zur Reise auch wieder an zu mausern mit der Schwingmauser. Und damit ist das Reisen dann letztendlich vorbei. So, und das sollte man dabei berücksichtigen. Also ohne Verdunklung geht's nicht. Es geht noch ohne Belichtung, aber nicht ohne Verdunklung. Und man kann vielleicht einzelne Flüge auf dem Nest, bei einem bestimmten Neststand, wo die Tauben dann nicht mausern, auch noch hervorragend fliegen. Das dazu. Die Selektion der Winterjungen, die ist bei mir sehr hoch angehangen, weil wenn man in einer RV spielt oder einer Fluggemeinschaft, wo der größte Teil mit normalen Jungen fliegt, vom Sitzplatz, da muss man natürlich von so einer Winterjungen, die dementsprechend vorbereitet sind, richtig Leistung abverlangen. Und wenn dann ein Winterjunger 5 Preise fliegt und schafft 100 oder 120 Asspunkte, dann ist er mit Sicherheit nicht der richtige Witwer für das nächste Jahr. So, also es müssen die Tauben, wenn sie dann 5 oder 6 Preise fliegen, sich zumindest 3-mal mit Finger hoch in den ersten 10% sehen lassen haben. So, das ist auf jeden Fall ein Kriterium, um diese Tauben auszuselektieren. Schwierig ist es natürlich auch, diese Winterjungen, die dann in ihrem Schlag ja schon eine Zelle hatten, in ihrem Jungtierschlag vielleicht auch ein Junge gezogen haben, diese umzugewöhnen in den Reiseschlag. Und da liegt, wo ich auch der größte Fehler, denke ich mal, warum bestimmte Leistungsziele, die auf der Jungtierreise alles gezeigt haben, dann im Witwerschlag das Jahr drauf keine Leistung erbringen. Also da muss man schon sehr gewissenhaft und sehr behutsam umgehen, denn diese Tauben muss man dann schon ein bisschen entgegenkommen. Da muss man ein Gefühl und ein Gespür für entwickeln, um ihnen die richtige Zelle zu geben. Möglichst die gleiche Partnerin, die sie im Jungtierschlag hatten. Und durch das rechtzeitige Anfangen, das ist ja dann wieder eine Winterbrut, ziehen ja die jungen Vögel dann in dem Schlag auch noch ein paar Junge auf. Also das muss man dabei schon berücksichtigen und das ist schon
eine sehr wichtige Sache. Das ist meist die Ursache, wenn sie aus dem Jungtierschlag in den Reiseschlag kommen, von einigen alten Vögeln unterdrückt werden, ist natürlich der Trieb zu dem Jungtierschlag immer größer und sie fühlen sich nicht wohl und dann rufen sie auch keine Leistung ab. Ja, ich hoffe, dass ich eigentlich soweit alles gesagt habe. Was man zu dieser Geschichte Winterzucht erwähnen kann. Wichtig ist dabei, dass man da immer sehr behutsam mit vorgeht. Gerade diese Winterjungen sind auch ein bisschen empfindlich. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, um mit Tauben zu reisen, die jetzt einen richtigen vollen Flügel haben. Das ist so der neue Trend, den wir haben. Das würde bedeuten, man paart die Tauben so an, dass man die Jungen Ende Mai absetzt. Und dann hat man für die Jungtierreise nachher auch die Tauben, die dementsprechend im Federkleid sind. Aber der Unterschied zwischen denen ist, die erste Brut, die Winterbrut, kann man motivieren und die andere eben nicht. Und die Motivation ist mitentscheidend. Und damit das Video nämlich noch länger wird, beenden wir das jetzt und ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Tschüss.